Ausreichend Segen. Nun zu Teil 3. Ja. Unsere Gebete in unserer Not. Die sehen ganz klar anders aus als die Gebete in den guten Zeiten. Ja. Wir sind ganz und gar eins mit dem Herrn. Ja. Das ist tiefer wie ein Ehebund. Das ist völlig eins mit dem Herrn. Wir sind schon jetzt mit hineinversetzt in das Himmelreich Christi, heißt es. Das kannst du nicht begreifen. Das ist einfach überall. Ja, nun, unsere Gebete allerdings ändern sich radikal, wenn wir in ganz schwierigen Situationen sind, wie ich im letzten Video ja erzählt habe. Ja. Diese extreme Situation, die ich erlebt habe, an Schmerz und Not, ich hatte nicht mal Tränen zu weinen. Ich war so fertig wegen verschiedensten, mannigfaltigen Sachen. Nun, wie bin ich mit dem aber nun weiter umgegangen? Diese Nacht war nicht einfach. Ja? Die letzte Nacht davor, die war auch gar nicht einfach. Aber die heute Nacht, ich sag dir das, die Nacht davor sogar, da wollte der Teufel mich aufhalten, in die Mission zu gehen. Das, was ich so im Traum so gesehen habe, diese Schrecknisse und in welcher Situation, dass ich dann aufgewacht bin und wie wenig, dass ich noch geschlafen habe dadurch. Und ich sagte, diese Kämpfe, die kommen einfach hinein. Auf dich prasselt es hernieder und du musst dadurch. Du musst dadurch. Ja? Allerdings, du bist nicht allein. Ja? Das ist das Gute daran. Du bist nicht allein. Also. Psalm 25, ab Vers 9. Ab Vers 8. Der Herr ist gut und gerecht, darum zeigt er den Sündern den Weg. Er leitet die Demütigen recht und lehrt die Demütigen seinen Weg. Alle Wege des Herrn sind lauter Güte und Wahrheit für die, die seinen Bund und seine Gebote halten. Er ist für das Alte Testament geredet. Wie ist es mit dem Neuen? Ist genau die gleiche Schema, wenn ich das so sagen darf. Schau mal, alle Wege des Herrn sind lauter Güte und Wahrheit. Ganz klar. Für die, die seinen Bund, der neue Bund, und seine Gebote halten. Was sind die Gebote? Die zwei Hauptgebote, an denen sind alle Propheten, alles verankert, alles. Ja? Darum muss es in der richtigen Lehre sein. Darum ist es so wichtig, zu ermahnen und weiter zu sagen. Ja? Viele kennen das, aber was ist mit denen, die es nicht kapieren können? Wenn du das dann weitergibst, wenn du das dann so erklärst, du kannst nicht sagen, ja, du hast diese Meinung und du hast diese Meinung. Du hast die Aufgabe, das weiterzugeben. Mehrfach ermahnen dürfen wir. Danach ist Schluss. 2 bis 3 Mal ermahnen. Wenn ich umkehren möchte, fertig. Ja? Ist ganz einfach. Das ist nur der eine Beispiel. Ja? Wegen deines Namens, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Höre genau zu, wie krass und tief das Ganze ist. Er wird ihn unterweisen in dem Weg. Ja, denjenigen, der den Herrn fürchtet. Ja, nicht vor Angst zitternd. Erinnere dich an Mose. Ja, was hat denn Mose denn da gesagt? Dass Gott böse ist? Nein, die Erscheinung war so gewaltig und alles. Ja, darum hat er gezittert, hat er gesagt. Ich zittere. Ja, wegen der Erscheinung. Aber der Herr ist ein liebender Gott. Er hat zu den Israeliten, zu den Hebräern dort gesagt, damals waren es noch Hebräer, hat zu denen gesagt, fürchtet euch nicht, das ist euer Gott. Ha? Wie krass. Hätte auch sagen können, was ihr schaut noch hoch, geht in den Staub runter und bedeckt euch und zittert und weint und schreit. Nein. Der Herr wollte direkt zu ihnen reden, vom Vater zu seinen Kindern, die er erwählt hat. Dass er mit ihnen so große Bund machen möchte, dass sie auserwählt sind. Aber sie haben es nicht verstanden. Darum ist die Stimme Gottes auch so leise jetzt. Ja? Der Herr könnte zu uns allesamt genauso reden wie damals zu den Hebräern. Weißt du, wie krass das wäre?
Und nur wir hören das dann, die Nachfolger Jesu, nur wir, die Gottlosen nicht. Aber der Herr brüllt, wie dort damals auf dem Berg Sinai zu uns. Stell dir das vor. Stell dir das mal vor, wie krass das wäre. Die Erscheinung würde uns erschrecken. Aber wir hätten das gerne mal, wie bei Hiob, dass der Herr vom Gewittersturm redet. Da habe ich ein krasses Zeugnis mal gehabt. Ja? Das erzähle ich jetzt nicht. Weißt du, was ich meine? Der Herr ist da. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Der Herr wird dich dabei führen und stützen. Ja? Da erinnere ich mich an Psalm 32. Sogar der Stempel bei meiner Arbeitsstelle hat die neue Nummer bekommen. 32. Ich muss sofort denken. Ja? Wurde auch daran erinnert. Psalm 32. Ja? Der Herr wird dich leiten. Sei nicht stur wie ein Maultier. Ja? Der Herr wird dich leiten. Lass nicht zu, dass der Herr dir irgendwie so Geschirr anlegen muss und dich so herumzerren muss. So. Jetzt komm, mach. Ja? Weil irgendwann der Herr, er hat einen Weg bereit für dich und du gehst immer Irrwege. Also irgendwann knallt es dann auch vom Himmel auf dich zu, damit du zurechtgewiesen wirst und diesen Weg, der dir bereitet wurde, endlich bestreitest. Der Herr will nur das Gute für dich. Das Schlechte will die Welt und somit vom Teufel, was er kommt. Ja? Das Schlechte kommt von der Welt, nicht von Gott. Er ist der Vater der Lichter. Bei ihm ist keine Dunkelheit, keine Finsternis. Er kennt alle Sterne beim Namen. Du musst dir das verinnerlichen. Lass dir das niemals wegnehmen. Auch in solchen Situationen musst du das hervorholen. Auch wenn es dann nicht mehr rüberkommt. Bei mir kam nichts mehr rüber. Viele haben mich versucht zu trösten mit dem Wort Gottes und so. Und es kam nicht mehr so richtig rüber. Ja? Ich musste einfach mal so off, ja, auf off setzen. Mit dem Herrn reden und dem Herrn alles vorlegen. Auf seine Stimme hören. Und was er mir so sagt, ist, ich kann dir sagen, sehr schön. Zum Teil sehr schön. Ja? Und ich freue mich auf das alles. Wichtig ist, bleibe nah beim Herrn, umso näher an solchen Tagen. Ja? Seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Die Vertrauten des Herrn sind die, die ihn fürchten, und in seinen Bund weiht er sie ein. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus der Schlinge ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Ha, das ist mein Nachname praktisch, ja. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Ohne diese Psalmen auswendig zu können, es ist schon da drin in meinem Herzen. Ich habe es dem Herrn so was von ausgelegt, wie es vom Herzen bei mir direkt kam, ja. All diese Situationen, die ich habe, die permanente Sachen, die schlimmen Sachen, diese geistigen Kämpfe und alles, was mich noch belastet, das ist krass, das ist wirklich krass. Also, siehe meinen Jammer und mein Elend an und vergib mir alle meine Sünden. Siehe doch, wie viele Feinde ich habe und wie sie mich hassen mit wütendem Hass. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich vertraue auf dich. Unschuld und Redlichkeit mögen mich beschützen, denn ich warte voll Hoffnung auf dich. O Gott, erlöse Israel aus aller seiner Not. Der Herr soll auch uns erlösen aus aller Not. Ja? Weil wenn wir in solchen Situationen sind, ja, dann wird es kritisch. Ja? Psalm 31. Wo soll ich da lesen? Ja? Hier, schau mal. Ab Vers 2. Herr, auf dich traue ich. Lass mich niemals beschämt werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige dein Ohr zu mir. Hilf mir doch bald. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, in dem du mir hilfst. Denn du bist mein Fels und meine Festung, und wegen deines Namens führe und leite mich. Wegen seines Namens. Ja? Befreie mich doch aus dem Netz, das sie mir gelegt haben. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist, was der Herr am Kreuz gesagt hat. Ja? Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse, die sich auf kraftlose Götzen verlassen. Ich aber vertraue auf den Herrn. Ja?
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend angesehen hast und die Not meiner Seele erkanntest. Ja? Wer hat diesen Psalm geschrieben? Der König David, ja? Der Psalmist. Er hat vieles erlebt. Er kam auch in tiefste Unzucht, ja? Ehebruch sogar und Mord und alles. Ja? Er ist immer zum Herrn gekommen mit solchen Gebeten. In den krassesten, tiefsten Punkten, wo er war, wo er nicht mehr wusste, wo ein und aus, ist er noch näher zum Herrn gekommen. Ja? Hat sich nicht angefangen, so unter der Decke zu verbergen. Lege dem Herrn offen vor, was da in deinem Herzen vor sich geht. Nicht, weil der Herr das nicht weiß. Ja? Dein Hemd und so, das schützt dich nicht davor, dass der Herr da nicht hineinschaut. Der Herr schaut sogar zuerst da rein. Ja? Und wie es da nach außen spiegelt, so ist es auch in deinem Herzen. Ja? Und wie gesagt, wir machen Fehler, wir reden Falsches und so. Darum ist es 70 mal 7 mal vergeben dem Nächsten, weil eben so viele Fehler geschehen können. So viel dazu. Ja? Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Meine Gestalt ist vor Trauer verfallen, dazu meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben schwindet dahin in Kummer und meine Zeit mit Seufzen. Meine Kraft ist vergangen durch meine Schuld und meine Gebeine sind schwach geworden. Vor allen meinen Feinden bin ich zum Spott geworden. Mehr noch für meine Nachbarn und ein Schrecken für meine Bekannten, die mich auf der Straße sehen, fliehen vor mir. Ja, das ist so. Ich bin in ihren Herzen vergessen wie ein Toter. Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß geworden, denn ich höre das Tuscheln der Menge. Schrecken ist überall. Sie beraten miteinander über mich und planen, mir das Leben zu nehmen. Hm? Dieses Tuscheln in der Menge, das habe ich heute schon mal so gehört. Ja? Schrecken ist überall. Ich bestätige es dir. Ja? Da wird viel beraten, ja? Wegen meiner Person. Der Herr zeigt auf. Ja? Aber eben. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und sage, du bist mein Gott. Jetzt höre zu, meine Zeit steht in deinen Händen. In wessen Händen ist deine Zeit? In wessen? Von deinem Pastor? Von irgendeiner anderen Person? Von deinem Chef vielleicht? Er ist ja so hoch gebildet und lebt so hoch und hoch erhaben, nichtig, aber hoch erhaben. In den Händen des Herrn ist deine Zeit. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor denen, die mich verfolgen. Lass dein Angesicht über deinem Knecht leuchten. Hilf mir durch deine Güte. Herr, lass mich nicht beschämt werden, denn ich rufe dich an. Die Gottlosen müssen sich schämen und schweigen im Totenreich. Verstummen müssen Lügenmäuler, die gegen den Gerechten Freches reden, mit Hochmut und Verachtung. Wie groß ist deine Güte, die du über die bereithältst, die dich fürchten, und die du vor den Menschen denen erweist, die auf dich vertrauen. Du verbirgst sie heimlich bei dir vor den Angriffen der Menschen. Du schützt sie im Zelt vor den zänkischen Zungen. Gelobt sei der Herr, denn er hat mir seine wunderbare Güte erwiesen in seiner belagerten Stadt. In einer belagerten Stadt. Ja? So komme ich mir vor. Belagerte Stadt. Ja? Bereit zur Entrückung, aber belagerte Stadt. Ja? Denn ich sagte in meiner Verzagtheit, ich bin von deinen Augen verstoßen. Ja? Doch du hörtest mein Flehen und Rufen, als ich zu dir schrie. Weißt du, wie ich dem Herrn gestern aufgeschrien habe? Das war so krass, im Heiligen Geist habe ich dem Herrn aufgeschrien. Ja? Aus welchem Grund? Wieso? Was soll das? Ich habe dem Herrn ganz klar gesagt, was soll das alles? Wieso muss es so sein? Ja? Das ist nicht nur wegen der biblischen Lehre. Wieso muss es so geschehen? Wenn du den Herrn so fragst, wenn du solche Fragen dem Herrn so vom Herzen aufschreist, du bist an einem Punkt, wo du nicht mehr weiter weißt. Und diesen Punkt musst du Minimum ein paar Mal in der Nachfolge kommen. Garantiert. Weil sonst kommst du niemals einen ganzen weiten Schritt voran. Wirst du nicht. Ja? Wenn es dir die ganze Zeit so tiptop geht, wirst du keinen weiteren Schritt vorankommen. Das ist eine große Katastrophe. Aber es wird Nöte und alles geben. Ja? Auch wenn ich wandere durch den Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du wirst diese Nöte erleiden. Das ist eine Garantie vom Herrn.
Herr garantiert allerdings, dass er dich aus allem herauszieht, wenn du auf ihn vertraust. Ja? Genau. Liebt den Herrn, alle seine Heiligen, die Gläubigen behütet der Herr, doch er vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr eure Hoffnung auf den Herrn setzt. Na, auf wen setzt du deine Hoffnung? Psalm 43. Hier, eine Unterweisung der Kinder Korachs vorzusingen. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehnt sich meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen, weil wie oft das so genau mein Alltag war. Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Wenn ich daran denke, dann schütte ich mein Herz aus bei mir selbst, denn ich wollte gern mit der Menge hingehen und mit Frohlocken und Danken mit ihnen zum Haus Gottes ziehen, in der Schar derer, die feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warte voll Hoffnung auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum denke ich an dich im Land, am Jordan und am Hermon, am Berg Misar. Eine Flut ruft die andere beim Tosen deiner Wasser. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Der Herr hat verheißen, am Tag seine Güte zu erweisen. Und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig einhergehen, wenn mein Feind mich bedrängt? Er ist wie Mord, also wie der Tod in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen, indem sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warte voll Hoffnung auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Du wirst dem Herrn noch danken, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Das garantiere ich dir. Psalm 43. Schau jetzt. Schaffe mir Recht, Gott, führe meine Sache gegen das unheilige Volk und rette mich vor den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum verstößt du mich? Warum lässt du mich so traurig einhergehen, wenn mich mein Feind bedrängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und mich zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung bringen, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und in dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warte voll Hoffnung auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das sind Sachen, die ich immer als Audio an meinem Ohr habe. Immer. Außer ich höre Audios von den Geschwistern ab, um mit ihnen zu reden und ja, einander zu helfen einfach. Ja. Aber im Normalfall, das läuft bei mir. Psalmen oder Lobgesang. Ja. Darum soll mir niemand übel nehmen, wenn man mich dabei stört. Da bin ich fest drin. Und der Herr stärkt mich unglaublich daran. Ja. Es sind nur noch 3 kleine Bibelstellen. Ja, ist bald vorbei. Eine Unterweisung Davids, vorzusingen mit Saitenspiel. Gott, erhöre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Achte auf mich und erhöre mich, wie ich so kläglich verzage und heule, weil der Feind so brüllt und der Gottlose mich bedrängt. Denn sie wollen mir Schaden zufügen und im Zorn feinden sie mich an. Mein Herz ängstigt sich in meiner Brust und Todesfurcht hat mich befallen. Furcht und Zittern haben mich ergriffen und Grauen hat mich überfallen. Das ist meine Situation von gestern. Ja. Ich sagte, oh, hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich wegflöge und Ruhe fände. Siehe, dann wollte ich in die Ferne fliehen und in der Wüste bleiben. Ich wollte eilen, um dem Sturmwind und dem Unwetter zu entkommen.
Mache ihre Zunge uneins her und lass sie untergehen, denn ich sehe Gewalt und Zwietracht in der Stadt. Solches umschleicht sie Tag und Nacht auf ihren Mauern, und Mühsal und Unrecht sind in ihrer Mitte. Bosheit regiert in ihr, Lügen und Betrug weichen nicht von ihrer Gasse. Wenn mich ein Feind schmähte, wollte ich es ertragen. Und wenn mein Hasser gegen mich groß tut, verberge ich mich vor ihm. Du aber bist mein Gefährte, mein Freund und mein Vertrauter. Wir waren unter uns freundlich miteinander. Wir gingen mit der Menge ins Haus Gottes. Der Tod übereile sie, sodass sie lebendig ins Totenreich fahren, denn es ist nichts als Bosheit in ihrem Innern. Ich aber will zu Gott rufen, und der Herr wird mir helfen. Abends, höre zu jetzt, abends, morgens und mittags will ich klagen und heulen, dann wird er meine Stimme hören. Rufe zum Herrn mehrfach dies, was in deinem Herzen ist, und lege es dem Herrn offen. Der Herr reagiert darauf. Ich versichere dir auf 100 und 1000-prozentig. Der Herr reagiert sowas von auf dich. Du wurdest extremst teuer erkauft, das mit nichts zu vergleichen ist. Ja? Der Herr reagiert auf die Treuen im Lande. Der Herr reagiert auf diejenigen, die sich mit seinem kostbar heiligen Blut bedecken und reinigen lassen. Der Herr reagiert auf diejenigen, die im Heiligen Geist wandeln und die Taten des Fleisches gekreuzigt haben und darin auch noch wachsen. Der Herr hört auf diejenigen, die sich ihm völlig hingeben. Sein Angesicht wendet sich gegen diejenigen, die nicht auf Unterweisung hören wollen, die keinen Umkehr und Buße wollen. Irgendwann ist ein Schlusspunkt. Der Herr lässt sie einfach dahingehen. Irgendwann ist Schluss. Wenn du das sagst, das ist nicht biblisch und so, ich garantiere dir, der Herr lässt irgendwann zu, dass du in die Irre gehst. Du willst die Wahrheit nicht. Der Herr will es dir hinein in dein Herz setzen. Du willst nicht, gehst du in den falschen Weg, und du willst nicht weg davon, da geht's rund. Ja? Der Herr lässt es einfach zu. Ja? Wer ist der Herrscher in deinem Leben? Ja? Wer soll über dich regieren? Der Teufel. Pja, bitteschön, ja, voilà, geh raus. Da ist der Teufel. Ja? Er kreist um dein Zuhause. Der Herr beschützt es. Genau wie der Herr Jerusalem beschützt, ja. Da ist ein Mauer aus Feuer dort rundherum, da kommt gar nichts hin. Ja? Würden sie auch eine Atombombe dahin werfen, dieses Ding würde so einen Bogen machen und irgendwo in ihrem eigenen Land noch explodieren. Da kommt keine Atombombe oder irgendetwas dahin. Ja? Jetzt nicht. Später wird alles leider zerstört und zermalmt, aber das muss alles geschehen. Ja? Der Herr beschützt sich genauso, wie er Israel beschützt. Glaubst du das? Der Herr hat Verheißungen für dich im Wort Gottes. Überall, Epheser, Kolosser, Philipper, kannst darin lesen und forschen. Da kommen einem die Tränen. Wir haben so einen Reichtum im Herrn. Das erkennen wir umso mehr, wenn wir in Situationen sind, wie ich gestern. Ja? Heute ist ein ganzes Stück besser. Weißt du wieso? Weil der Herr dies gemacht hat. Ja? Ich hatte auch Albträume in der Nacht. Die kann ich dir nicht erzählen. Das ist krank, was ich da sehen musste, mit was für einem komischen Situation ich aufgewacht bin. Aber dann hat sofort die Liebe Gottes mein Herz noch stärker ergriffen, wo ich aufgewacht bin und gedacht habe, was war das jetzt? Weshalb? Wieso muss ich das sehen? Ja? Wieso dieser Albtraum jetzt? Ja? Aber der Herr hat mein Herz sofort getröstet. Solch eine Freude und Liebe noch mehr aufleuchten lassen, wie ich gestern auch gespürt habe im Gebet. Ja? Und auch an dem gestrigen Tag in der Mission auch. Es hat Situationen gegeben in der Mission gestern. Ich hätte am liebsten nur noch geweint und geschrien auf den Knien, egal wo ich da war, auf der Straße oder wo auch immer. Da habe ich so eine Freude und Liebe in meinem Herzen gespürt. Das ist unfassbar, über und über und über alles. Das kam so eine Welle auf mich, dass nicht mehr wegging. Ja? Und wo die Sorgen und alles noch auf mich geprasselt sind an dem Tag. Das war krass. Das war unglaublich krass, ich sag's dir. Aber schau mal. Er erlöst meine Seele von denen, die mich angreifen, und verschafft ihr Ruhe. Denn es sind viele gegen mich. Gott, der da thront von alters her, wird hören und sie demütigen. Denn sie werden nicht anders und fürchten Gott nicht. Sie erheben die Hände gegen seine Freunde und entweihen seinem Bund.
Ihr Mund ist glatter als Butter und sie haben doch Krieg im Sinn. Ihre Worte sind geschmeidiger als Öl und sind doch gezückte Schwerter. Hat man ihr der Herr mal so offengelegt, wie es in den Herzen der Geschwister so aussieht? Ja? Kommen schöne, glatte Worte und bewundernswert. Aber da ist etwas anderes im Plan. Das ist etwas ganz anderes im Petto. Da wird ganz etwas anderes geplant und nur gewartet. Wird er mal wegtreten? Wird er mal weggehen? Ich komme dann. Warte noch. Warte noch. Wie schrecklich dieser Schmerz. Wie viel Schmach und Schande muss ich wohl noch ertragen und andere, denen es mir wie mir so geht. Es ist keine permanente Situation. Keine Sorge, ich habe so keine Freude im Herrn. Weißt du, müsste ich morgen nicht arbeiten, ich wäre jetzt unterwegs. Ich wäre direkt nach der Gemeinde schon unterwegs, egal wo. Völlig egal, das ist nicht zu mich rühmen. Ich wäre einfach weg. Was haltet mich denn auf? Außer dem Herrn, wer könnte mich aufhalten? Der Herr ist völlig weg, kann wieder dich sein. Ihr Mund ist glatt als Butter. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewig in Unruhe lassen. Aber Gott, du wirst sie in die tiefe Grube hinunterstoßen. Die Mörder und Betrüger werden ihr Leben nicht bis zur Hälfte bringen. Ich aber hoffe auf dich. Nun, jetzt habe ich etwas noch mehr Aufbauendes. Ja, als letztes, und dann ist es schon zu Ende. Wahrscheinlich schaut das nicht einmal jemand so weit, aber dieser Dienst ist auch für den Herrn, nicht für mich. Ich hoffe, es hilft irgendjemandem. Ich habe das ja sogar aufgeschlagen hier. Also, Jesaja 40, Vers 27 bis 31. Warum sagst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott? Ja. Warum sagen wir das? Der Herr achtet auf mich nicht. Der Herr führt mich doch diesen Weg nicht. Wieso sagen wir das in diesen Situationen? Der Herr hat mich verlassen. Was ist, wenn ich getäuscht werde? Was ist, wenn der Herr vor mir nicht mehr geht, sondern hinter mir? Ja? Der Herr ist nicht mehr vor mir und ebnet den Weg nicht. Darum habe ich so Probleme wahrscheinlich. Ja? So kommt der Feind dann. Aber Gott sagt da etwas ganz anderes. Der Herr fragt da ganz klar zu Israel und zu Jakob. Ja? Begreifst du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Seine Weisheit ist unergründlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Ich garantiere dir das. Ja? Ich garantiere dir das. Hundertprozentig, dass ich das an mir selber immer wieder erlebe. Wenn ich sage, ich kann nicht mehr, der Herr sagt dann ganz klar, dass er das kann. Der Herr kann das. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Eines soll doch Halleluja rufen, oder alle? Wie stark das ist, ja? Und das zuletzt jetzt, Jesaja 41, Vers 8 bis 13. Schau, du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkommen Abrahams, meines Freundes, den ich ergriffen habe von den Enden der Welt her und berufen habe von ihren Grenzen und zu dem ich sprach. Du sollst mein Knecht sein, den ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe, sie sollen zu Spott und beschämt werden, alle, die dir feindlich gesinnt sind. Sie sollen werden wie nichts, und die Leute, die mit dir hadern, sollen umkommen. Du wirst nach ihnen fragen und wirst sie nicht finden. Erinnerst du dich an meine Zeugnisse? Muss ich das sagen? Die Leute, die mit mir zanken,
Die Leute, die mit dir zanken, sollen werden wie nichts. Und die Leute, die gegen dich kämpfen, sollen ein Ende haben. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ihr armer Haufen Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Jetzt habe ich sogar einen Vers mehr gelesen. Befiehl dem Herrn deine Wege. Sprich zum Herrn, wie ich im Gebet gesprochen habe, ganz deutlich, offen und ehrlich, als wäre der Herr direkt vor dir. Und ich sagte, du wirst es spüren. Ich habe es spüren dürfen, erkennen dürfen, dass der Herr ganz klar hört, ganz klar reagiert und ganz genau Bescheid weiß über deine Situation. Und zwar sowas von genau. Vertraust du auf ihn? Vertraue ihm. Ja? Habe keine Angst. Er ist dein Gott. Er weiß Bescheid. Ja? Er hat versprochen, seid gewiss ich bei euch bis ans Ende aller Tage. Ja? Der Herr ist da. Die Frage ist, bist du auch da beim Herrn? Ja? Wenn du ihm keinen Acht gibst, ja? Wenn du verheiratet bist und deine Frau interessiert dich gar nicht, du redest kein Wort zu ihr, ja? du zeigst nie Zuneigung zu ihr, ja, da wird es kritisch. Ich glaube, diese Ehe wird nicht so gut verlaufen. Ja? Und schlussendlich wird es wahrscheinlich zusammenbrechen. Dann gibt es Katastrophe, wenn sogar noch Kinder da sind. Ja? Wie schlimm. Aber wie dieser Treuebruch mit dem Herrn. Weißt du, der Herr ist auch treu zu denen, die untreu zu ihm sind, weil der Herr sieht dann immer wieder, komm zurück, kehr um. Ja? Kehr um. Der verlorene Sohn ist da das Sinnbild. Aber wenn du dann nicht willst und immer weiter in die Irre gehst, immer weiter in der Sünde verharrst und so noch darin verstirbst, ohne Umkehr und Buße, die Grube, danach leider die Hölle. Beides genau gleich, Katastrophe. Vertrau dem Herrn. Schütte dein Herz vor ihm aus. Sag dem Herrn alles Bescheid. Es gibt Personen, die Gebetserhörungen sind. Das bedeutet ganz klar, der Herr hat im Voraus schon für alles gesorgt. Der Herr hat dein Schreien schon gehört. Vertrau dem Herrn, damit beendigt ist. Vertrau dem Herrn. Amen.